Frank, bei deinem letzten Besuch bei uns bei 3 nach 9 hast du gesagt, du möchtest unbedingt geduzt werden. Wie wollen wir das handhaben, Nathalie? Auch bitte gerne duzen. Ich könnte auch Frau Doktor sagen die ganze Zeit. Nee? Bitte nicht. Okay, wenn wir so vertraut sind miteinander, werde ich auch eine vertrauliche Frage stellen, ganz am Anfang. Frank, wie lange hast du gebraucht, um dein Outfit für heute Abend zusammenzustellen? Ich spreche von den Schuhen. Ah, falsch. Die habe ich sogar wirklich gar nicht lange gebraucht. Aber ich habe sehr viele Turnschuhe, aber die habe ich für diese Woche ausgewählt. Ich hörte davon, dass es sehr viele sind. Nathalie, wenn er sagt viele, also bei Männern ist das ja ein dehnbarer Begriff, was Schuhe angeht. Wie viele hat er denn ungefähr? Definitiv mehr als ich. Wow. Ich würde sagen, ungefähr doppelt so viele. Und Taschen hat er auch? Ist das richtig? Taschen hat er auch. Er hat ein absoluter Taschenfetisch. Das ist einfach. Aber ja, also erstens, das sind Rucksäcke. Rucksäcke. So, zweitens, es geht um Funktionalität. Das Problem ist, beim Rucksack, den habe ich jeden Tag an. Und deswegen kann ich nicht akzeptieren, dass die Funktionalität nicht ideal ist. Aber wie unterscheidet sich die Funktion eines Rucksacks? Ja. Ich tue Sachen rein und schnalle mir auf den Rücken, oder? Nee, also das erste zum Beispiel, ich mache ein paar Beispiele. Das erste zum Beispiel, der Rucksack sollte abschließbar sein, dass man also so eine kleine Schnur hat, damit ich ihn hier zum Beispiel abschließen kann, damit ich dann auf einer Messe oder sowas nicht verloren geht. Ich brauche hier Wireless Charging für meine AirPods. Hier brauche ich das Gleiche dann für mein iPhone. Dann sollte er Solarpanels haben, damit dann halt die Batterie automatisch aufgeladen. Also ich kann halt, es gibt wirklich, ich habe so 150 Funktionen des Rucksacks definiert. Und wahrscheinlich werde ich jetzt meinen eigenen bauen, weil ich einfach den ich mir wünsche, nicht finde. Perfekten noch nicht haben. Wie ist das mit Turnschuhen, also wenn es so viele verschiedene sind? Also für eine Frau müssen Schuhe nur eins können, gut aussehen. Ja. Möglicherweise müssen sie auch noch bequem sein, aber das ist schon nachrangig. Wie unterscheiden sich die Funktionen von Turnschuhen? Enorm. Gar nicht. Also das ist jetzt zum Beispiel Ultra Boost von irgendeiner deutschen Firma. Und das ist ein Material zum Beispiel, was von BASF eigentlich vom Chemiekonzern entwickelt wurde. Und jetzt in irgendeiner deutschen Firma? Irgendeiner deutschen Firma. Ich habe da auch keine Aktien und nichts. Also, genau, aber das halt, ich finde halt auch wiederum die Funktionalität gut. Ich finde, es gibt auch ein Schweizer Unternehmen, das hat komplett andere Dämpfungstechnologie entwickelt. Also ich finde einfach spannend, welche Technologie steht dahinter. Welche Funktionalität muss ein Schuh haben, damit er bei 3 nach 9 reüssieren kann? Also, ich mag nicht, wenn er nicht gut atmet. Also er muss quasi durchlässige Luft haben, damit ich keine heißen Füße bekomme. Eine gute Dämpfung, damit ich auch schnell nach Hause rennen kann. Und sehr leicht sein. Und schwarz. Sie hören das öfter, Nathalie, ne? Dass er vor seinem Schrank steht und sowas von sich gibt, wo man erstmal denkt, okay, oder? Ja, das Schöne ist, dass sie auch tatsächlich alle schwarz sind. Also sowohl die Rucksäcke als auch die Schuhe. Oder Space Gray. Ich würde mir da so ein bisschen Farbe wünschen oder irgendwas anderes, aber die sind tatsächlich alle schwarz. Ich stelle die dann manchmal alle nebeneinander und sage, können wir irgendwie vielleicht 2 nach hinten schieben? Nein, die sind alle verschieden, die haben alle verschiedene Funktionalitäten und im Zweifelsfall anderes Material insofern. Okay, das ist so. Ihr seid euch da einig. Frank, du hast mal gesagt, Nathalie ist definitiv die Normalere in der Beziehung. Wie äußert sich das? So halt. Ja, also man bekommt einen Eindruck, sag ich mal. Ja, ja, also ich glaube, ich mache das, was ich mache, wirklich gerne. Und macht sie auch, oder? Sie ist gerne Kiefernorthopädin. Ja, absolut. Sie macht ihren Beruf auch mit Passion. Aber ich glaube, ich gehe noch einen Schritt weiter und einfach, wenn mich dann sowas fasziniert, eine Technologie oder sonst was, dann kann ich halt auch einfach nervig werden. Das verstehe ich. Und auch bei unserem ersten Date habe ich ihr mein Smartphone erklärt. Also damals war das noch von Sony Ericsson, also gab es noch kein iPhone, kein Android. Aber dann haben wirklich den ganzen Abend da gesessen und ich habe ihr mein neues Smartphone erklärt und wie man das in C++ programmiert. Aber trotzdem hat sie irgendwann dann Ja gesagt. Aber genau, weil ich einfach das davon gebrannt habe. Es war natürlich eigentlich keine gute Taktik, aber irgendwie hat es funktioniert. Ja, Nathalie, da würde ich gerne mal nachfragen. Also so ein erstes Date, ja, wo der Typ die ganze Zeit über sein iPhone redet. Smartphone. Also Smartphone, ja. Also wie steht man das durch und warum entscheidet man sich dann für so einen Mann? Darf ich das fragen? Ja, also es hört sich tatsächlich komisch an. Aber es war aber so. Mich hat fasziniert, wie jemand so für etwas brennen kann. Dieses Leuchten in den Augen zu sehen und jemand, der so fasziniert ist von etwas. Und da ist der Funke übergeschwommen. Also das war wirklich, es war ehrlich gesagt nebensächlich über Wasser gesprochen. Das war wirklich diese Begeisterung, die darüber kam. Das fand ich cool. Ja. Und Frank lebt diese Begeisterung hier ja auch. Ne? Wie darf ich mir oder wie dürfen wir uns euer Haus vorstellen? Habt ihr alle technischen Gadgets, die es gibt? Oder gehörst du eigentlich, Frank, zu den Skeptikern, die sagen, nee, Moment, damit kann man uns abhören. So eine Alexa, sowas ja kommt mir nicht ins Haus.
Überhaupt gar nicht. Ich glaube, dass wir Deutschen von der ganzen DNA her viel zu ängstlich sind, was Daten angeht. Wir sehen gar nicht den ganzen Vorteil. Wir sehen jetzt diese verrückten Diskussionen bei der Corona-App, die ja Open Source ist, die sicher ist. Und da gibt es wirklich sogar führende Politiker, die sich in Talkshows setzen oder in andere Dinge sagen, ja, die will ich mir nicht installieren, da weiß ich nicht, was da passiert. Also, aber kannst du das nicht auch verstehen vor dem Hintergrund der deutsch-deutschen Geschichte, dass man sich die Wanze nicht freiwillig ins Haus holt? Da bin ich wieder First Principle. Also sieh es dir an, der Source Code ist offen und wenn du ihn selber nicht lesen kannst, frag einen Freund oder lern es, weil dafür ist die App zu wichtig. Es geht ja darum, dass wir alle wieder anders leben. Es geht darum, Menschenleben zu retten und da kann ich ja nicht sagen, ja, ich weiß nicht. Nee, sorry, das reicht mir nicht. Setz dich hin, lies den Source Code, finde jemanden, der den Source Code lesen kann, weil das geht hier um Menschenleben und es geht vor allen Dingen auch um uns alle, dass wir wieder zu einer Normalität zurückfahren, finden. Und das finde ich einfach nicht, find ich nicht okay. Und deswegen, wir sollten positiver Daten gegenüberstehen. Ich habe überhaupt gar keine Ängste, wir beide nicht, Berührungsängste mit den ganzen Daten. Aber weil ich ja im Büro und meinen Startups wirklich sehr viel Technologie habe, haben wir zu Hause nicht unendlich viel. Also wir haben natürlich auch sowas, ja, wir haben das eine oder andere. aber zum Beispiel, wir haben noch nicht diese neuen Solardinger installiert oben. Und ich habe noch viele Ideen. Also es gibt noch Dinge, die du noch tun möchtest, aber die, also Nathalie jetzt vielleicht noch nicht so. Darf ich fragen, wie viele Fernbedienungen es gibt zu Hause? Daran sieht man ja immer so ein bisschen, wie schlimm es ist. Also Fernbedienung hält sich in Grenzen. Das, was man dann über Smartphone bedienen kann, das kommt ja auch noch dazu. Das Smartphone ist ja eine Fernbedienung für viele Dinge. Also wir haben nicht mehr so viele alte Geräte, die noch mit Fernbedienung bedient werden. Also wir haben schon relativ aktuelle Geräte. Was wollte ich damit sagen? Also, ich glaube, Fernbedienung per IR ist schon relativ oldschool. Apropos alte Geräte und oldschool. Ich weiß, Frank, dass du einen Tesla fährst, der teilweise auch schon dieses autonome Fahren, also in Teilen zumindest, anbietet. Mhm. Was fährst du für ein Auto, Nathalie? Auch ein Tesla. Aber du hast auch noch ein anderes, ne? Ich habe auch noch ein anderes, genau. Darauf wollte ich anspielen. Das wurde mir nämlich zugetragen. Das ist nämlich der größtmögliche, ich sag mal, Unterschied zwischen euch beiden. Das stimmt. Das ist ein alter Käfer von 1979, den ich von meiner Mutter geerbt habe. Und den liebe ich über alles. In dem bin ich quasi groß geworden, als Kind schon gefahren. Und den fahre ich auch heute noch. Emotion statt Technik. Genau. Ist das der aus der Zeit? Ja, Original. Ach, echt? Original. Meine Mutter hat den Original bekommen. Wird der jetzt für die Zuschauer zu Hause eingeblendet? Nein. Gibt's auf Instagram, aber normal, also mein erster Ansatz war natürlich, pass auf, rein statistisch gesehen werden wir in diesem Auto mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sterben als mit einem modernen Auto. Oh Gott. Deswegen habe ich gesagt, dieses Auto dürfen wir beide nicht betreten. So, aber dann habe ich natürlich, ich lerne ja dazu, dann hat sie gesagt, ja, aber das ist für mich wichtig und Emotionen, habe ich gesagt, okay, deswegen mal ihre leuchtenden Augen. Aber ich werde dann wahnsinnig, weil das statistisch echt keinen Sinn macht, dieses Auto zu fahren. Aber gut, wir tun es dann halt. Man muss ja auch leben. Sie leben, sie gehen durch das Leben mit Statistiken, das finde ich interessant. Ja, weil also ich muss ja irgendwie gucken, was macht Sinn. Und für mich ist Auto erstmal Transportation, also wie komme ich von A nach B. Und ich bin jetzt nicht, ich bin kein Nürburgring-Fahrer oder so. Ich habe damals irgendwann so einen 911er, als meine erste Firma verkauft habe, da fand ich das irgendwie noch, musste haben, total wichtig. Aber da bin ich glücklicherweise mit grauen Haaren jetzt auch drüber hinweg. Die Produktpalette bei uns erweitert sich von Minute zu Minute. Ja, ich habe den Porsche auch noch untergebracht. Ganz erstaunt. Ja, aber genau, das ist ja heutzutage einfach diese, damals, weil ich halt jung war und nicht so clever, fand ich das halt toll, irgendwie so einen Sportwagen zu fahren. Aber heutzutage ist es für mich wirklich einfach, wie komme ich von A nach B? Und das ist ja die Frage, wie komme ich ohne Emissionen? Wir müssen aufhören, Öl zu verbrennen. Und das Zweite ist, wie komme ich sicher von A nach B? Und da ist einfach der Tesla die Antwort, aktuell das beste Auto. Und deswegen fällt es mir dann schon schwer, wenn Nathalie jetzt sagt, lass uns doch mal dem Käfer irgendwie Abendessen gehen. Dann sage ich, das macht keinen Sinn. Aber ihre leuchtenden Augen machen sehr viel Sinn. Und aus dem Grund fahren wir ab und zu dem Käfer. Giovanni, weil du nach Statistiken fragst, also mir wurde zugetragen, dass sie auch in der Zeit vor Nathalie auch Frauen in so eine Art Punktesystem eingeteilt haben. Das interessiert mich natürlich als Frau. Also wie macht man sowas? Also erstmal, ich versuche es immer ehrlich zu erzählen, was ich als Blödsinn gemacht habe, weil jeder macht Fehler. Also, und der Fehler kommt erstmal daher, sonst hört es vielleicht komisch an, weil ich verzweifelt war und wirklich ernsthaft tiefgreifende Ängste empfunden habe, keine Frau zu finden. Warum war das? Statistik wieder. Ich habe ZDF Heute-Journal gesehen und habe gesehen, als kleiner Junge. Es gibt übrigens auch sehr viele schöne andere Nachrichtensendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, außer das ZDF. ARD zum Beispiel. Irgendeine öffentliche gesehen. Und da war auf jeden Fall, da war klar, dass es einfach mehr Männer gibt als Frauen. Also es war klar, dass einige Männer keine Frau
abbekommen würden. Statistisch gesehen. Statistisch gesehen. Mir war das aber extrem wichtig, eine Frau zu finden. Und deswegen bin ich ab dem Tag etwas nervös geworden. Das war natürlich totaler Schwachsinn. Oder ja, doch, es war Schwachsinn. Aber man könnte aufhören, über Smartphones zu sprechen beim ersten Date. Als ersten ja, dann hätte ich dich als Coach gebraucht. Dann wäre das wahrscheinlich genau. Ich war, hat nicht passiert. Nicht passiert. Aber so daher kam das. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, du kriegst keine Frau. Und dann habe ich halt angefangen, verschiedene Systeme. Ich habe auch selber deswegen ein Flirtportal gebaut und so, aber was nicht funktioniert hat, das Portal haben wir verkauft, aber das mit den persönlichen Dingern nicht funktioniert. Wie viele Punkte hat Nathalie denn bekommen? Das war später. Also Nathalie hat nie Punkte bekommen, weil an dem ersten Tag, wo ich sie getroffen habe, ist sie aus diesem Schema rausgefallen. Das war ein Framework. Ja, es ist halt einfach. Erfüllt, ja. Weil ich wollte ja unbedingt eine Freundin finden. Ja. Und davon war ich sicherlich viel zu, ja, ich habe da viel zu viel Angst gehabt, natürlich total falscher Ansatz, alles klar, aber ich war nun mal so. Und genau, dann habe ich sie getroffen durch einen Freund, mit dem ich zusammen Skateboard gefahren bin, dann hat sie mir erzählt, was sie macht, ja, dass sie gerade aus New York kommt und Paris und dass sie studiert und gerade ihren Doktor macht und keine Ahnung was. Und ich habe gesagt, alles klar, das ist nicht deine Liga. Also ich war einfach chancenlos und deswegen habe ich dann einfach ganz normal. Ach, das ist aber süß, du hast sie so auf so ein inneres Podest gestellt und gedacht, ja, so die nimmt mich eh nicht. Ja, no chance. Das finde ich aber sehr süß, oder, Nathalie? Ja, ich sehe das natürlich total anders. Ich habe das gar nicht so empfunden. Aber du hast es so empfunden. Ja. Also es gab diese Angst, keine Frau abzubekommen. Ich fasse es nochmal zusammen. Es gab aber auch eine Vergangenheit als Skateboardfahrer. Ja. Das ist, glaube ich, mit Skifahren, das ist das Gefährlichste, was man überhaupt machen kann. Das macht natürlich erstmal, also ich liebe das, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Nein. Statistisch. Statistisch. Ist das ja quasi in sich schon total verkehrt. Ja. Ne? Ja. Wollte ich nur wissen. Ja, aber damals, ich habe zwei Welten, also zwei Leben. Also ich habe halt, früher war ich nicht so, also da war ich etwas schwieriger und so, aber heutzutage bin ich halt klarer vielleicht als früher. Als ich Skateboard gefahren bin, hatte ich noch nicht so viel Erfahrung. Aber Nathalie, jetzt glaube ich, darf er auch nicht mehr, ne? Und zwar von mir aus schon. Ach, ich dachte, weil sie als quasi Zahnärztin bist, will ich immer sie sagen. Das ist so eine Respektsperson für mich, weil ich immer latent Angst habe vor Zahnärzten. Sie ist keine Kieferorthopädin, also ist sie auch. Zahnärztin und dann noch die Ausbildung gemacht zur Kieferorthopädin. Ne? Darf er das noch? Weil ich meine, wenn man da Darf er. Auf jeden Fall. Alles, was Spaß macht. Okay. Nee, das finde ich jetzt, also ich finde, man muss halt, das finde ich wichtig, man muss leben, man muss irgendwie das Leben genießen und wenn Skaten für ihn dazugehört und Spaß macht, warum nicht? Und doch hast du ja in deiner Praxis teilweise Berührungspunkte, ne, mit dem Job deines Mannes. Denn ich habe mir sagen lassen, dass du warst ja bei der Höhle der Löwen sehr lange für Start-ups zuständig, dass da durchaus auch Patienten gekommen sind, die dir ihre Produkte präsentiert haben, ne, weil sie eigentlich Start-up-Kapital von ihm haben wollten. Das ist tatsächlich passiert, ja. Ja, die sind zu mir gekommen und eigentlich mit einem anderen Problem, oder ich dachte mit einem anderen Problem, und dann kam noch eine Weile raus, ob ich vielleicht doch den Grill mit nach Hause nehmen kann. Und kommt vor. Wie oft? Aber konnten die da sprechen auf dem Stuhl? Also, wenn ich mir vorstelle. Hat die ersten Beratungsgespräche. Also, haben sie vorher oder nachher gesprochen? Vorher. Echt, ja? Es war zur Beratung. Wir haben uns ja eigentlich nur nett unterhalten über die ganze Geschichte. Ach so, alles klar. Das Problem, was mir präsentiert wurde. Und das wurde nachher auch, also ich bin sehr froh, die Höhle der Löwen war eine tolle Show und ich bin sehr dankbar, aber es wurde nachher auch schon relativ viel. Also wo man auf einmal irgendwie am Salatbuffet oder so halt einen Pitch zugesteckt bekommt auf der Toilette, auf dem Pissoir, wenn man wirklich ein anderes Thema hat gerade. Dann kamen halt teilweise zwei Leute von links und rechts. Also es war auch super, aber es war auch nachher sehr viel. Mhm. Du hast jetzt Zeit gehabt, ein neues Buch zu schreiben, und zwar 10-mal DNA, was sofort auf der Bestsellerliste auch gelandet ist. Es ist letztlich ein Blick in unser aller Welt in 10 Jahren und letztlich eine Vorausschau, wie sich diese Welt verändern wird durch die Technologie, die jetzt an den Start gebracht wird. Letztes Mal, als du bei uns warst, hast du schon über diese Flugtaxis gesprochen, in die man möglicherweise in Zukunft einsteigen kann, um eben auch den Luftraum etwas effektiver zu nutzen. Ja. Heute würde ich dich gerne fragen, was in Sachen Ernährung, Lebensmittelproduktion auf uns zukommt. Du sprichst da ein sehr interessantes Stichwort an, und das heißt künstliches Fleisch. Ja, also wir haben ein Problem. Der Klimawandel ist die größte Herausforderung, vor der die Menschheit jemals stand. Und wir haben Raubbau an unserem Planeten betrieben in einer ganz schlimmen Art und Weise. Und so wie wir uns heute ernähren, ist das nicht
können wir das nicht immer weitermachen, das ist nicht sustainable. Und wir können es entweder sagen, wir werden alle Veganer, was deutlich besser wäre, also ich kann das medizinisch nicht beurteilen, aber kann das für unseren gemeinsamen Planeten beurteilen. Ich glaube, es wird aber Menschen geben, und da gehöre ich auch dazu, die gerne Fleisch essen und die auch gerne das Erlebnis eines Steaks oder Burgers haben wollen. Und die Antwort ist Technologie. Die Antwort heißt, dass man zum Beispiel Lab-Grown Meat hat, also in einem Labor, sage ich dann nachher eine Produktion, aber es heißt Lab-Grown Meat, lässt man auf sogenannten Tissues, also man wird es kompliziert, aber auf jeden Fall kann das fertige Steak kann quasi einfach aus sich selber heraus durch Biotechnologie wachsen. Dadurch habe ich keinen Fußabdruck, den normalerweise Kühe auch hinterlassen, gerade in der Massentierhaltung, und habe dann ein Steak, das vielleicht sogar noch hochwertiger, mindestens genauso hochwertig ist, und kann es aber auch in Massen so produzieren, als dass wir hier noch weiterhin auf dem Planeten verbleiben dürfen. Das ist das, was mich antreibt, warum wir Technologie nach vorne bringen. Das und mehr interessante Technologien kann man nachlesen. Also ich habe durchgeblättert und habe gedacht, oh, da kommt aber einiges auf uns zu, was unser aller Leben und unsere Gesellschaft auch verändern wird. Ich will einen Punkt sagen, weil es ganz wichtig ist. Das ist kein so, manchmal hat man ja so eine Utopie oder sagt, so könnte das werden. Und das Spannende bei diesem Thema ist... Das ist sehr, sehr nah an der Wirklichkeit. Genau. Die Sachen sind schon am Start, ne? Genau, und eigentlich alles, was da drin steht, wird passieren. Also da kann man eigentlich quasi, also da gibt es wenig Gründe, warum es nicht passieren sollte. Und das ist das Verrückte, wir stehen vor einer so tiefgreifenden Änderung, und deswegen möchte ich, dass Leute das verstehen, weil es wird passieren, auf jeden Fall. Mhm. Wird es gut? Das kann ich dir nicht sagen. Die künstliche Intelligenz zum Beispiel ist ein Riesenproblem, weil die kann uns helfen, Lösungen für große Herausforderungen zu finden. Sie kann aber auch negativ werden, wenn man zum Beispiel jetzt mal eine ganz düstere Sache, die ich nicht verfolge, sagen würde, wenn sie richtig clever wird, die künstliche Intelligenz, dann könnte sie auf die Idee kommen, dass es klug wäre, die Menschen sein zu lassen, weil wir mit diesem Planeten nicht gut umgehen. So, an so einen Blödsinn glaube ich nicht, aber genau das sind nachher die philosophischen Fragen, auch da gehe ich drauf ein. Das heißt, ich glaube, es wird gut, und vor allen Dingen, es ist der einzige Weg. Wir haben gar keine andere Chance mehr. Wir haben so viel Bockmist gebaut. Wir haben jahrzehntelang Öl verbrannt. Wir haben die schlimmsten Dinge gemacht, die einfach für diesen Planeten. Wir haben gerodet. Wir haben hier wirklich gehaust wie die Arschlöcher. Entschuldigung, das war einfach nicht okay, wie wir uns, und auch mit mir. Ich habe es auch gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Und wir müssen damit jetzt aufhören, sonst haben wir ernsthaft ein Problem. Und die einzige Antwort dazu ist Technologie. Wir können nicht zurück in die Höhle gehen. Wir können nicht zurück hingehen und sagen, wir werden deutlich weniger Menschen. Das wird einfach sehr, sehr schwierig. Das heißt, die Antwort muss sein, dass wenn wir reisen, halt das emissionsfrei tun, dass wir, wenn wir Fleisch essen, das entweder aus dem Labor kommt oder nur so schmeckt wie Fleisch, aber in Wirklichkeit vegan ist. Wir müssen halt ganz viele andere Dinge. Das Technologie ist die einzige Lösung, wie wir vielleicht noch auf unserem Planeten bleiben dürfen. Nathalie, wenn er mit so viel Begeisterung, wie er jetzt gesprochen hat, über damals das Smartphone gesprochen hat, dann kann ich alles verstehen, was wir gerade gehört haben. Vielen Dank, Frank Thelen und Nathalie, für diesen Besuch.